Die Kinder. Dong. Vorsichtig. Wollen immer alles selber machen. Aber hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Wir nehmen euch mal wieder verteilt über den Tag mit. Die Louis, die sitzt hier in ihren Lauflern. Hast du den lieb, den Esel? Ja? Wir wollen gleich raus, denn ich hatte gesehen, dass es bei Thomas Philipp bestimmte Chips im Angebot gibt. Das ist Mamas Tasche, Schatz. Kinder machen sich gerade fertig und ich bin gespannt, ob wir noch überhaupt was bekommen. Das Angebot gilt seit Montag, ich meine aber von Montag bis Samstag. Auf jeden Fall nehme ich euch da live mit. Carlos möchte mit, hatte den Carlos eben Bescheid gesagt. Kinder kommen auch mit. Ja, mal gucken, was wir da noch so finden. Da war ich auch jetzt schon länger nicht mehr. Die Luisa werde ich jetzt gleich fertig machen. Kinder sind soweit fertig. Melina, wohin gehst du mit Straßenschuhe? Wolltest du da was holen? Also sie denkt wahrscheinlich, redet mit der Kamera. Schatz, ja, komm mal bitte zurück. Oder wolltest du noch was im Zimmer holen? Was? Ja, weiß ich nicht. Nichts? Was denn? Ein Auto. Kinder ziehen jetzt deren Jacke an. Ich mache die Louis fertig, dann gehen wir noch ein bisschen in den Garten. Die Tonnen, die stehen noch draußen, die muss ich noch reinholen. Dann können wir das so lange machen, bis der Carlos kommt. Genau. Die Sonne scheint, aber dennoch sehr, sehr kalt. So, wir sind bereit. Wir gehen einmal raus. Die Kinder. Dong. Vorsichtig. Wollen immer alles selber machen, aber so chaotisch. Stau. Weiß ich nicht. Melina hat mich gerade gefragt, was das hier so schmutzig ist. Das werden wir jetzt demnächst sauber machen. Ja, jetzt im Frühling, ne? Ich denke so im Mai. Was denn, Schatz? So keine neue Tür, Schatz. Natürlich, die Tür war schon immer so. Ja, die Enten sind immer noch da, aber die sollen ja jetzt rauskommen, ne? Die hinten da, die zwei. Gefällt mir so gar nicht. Ja. Hier die Blume. Die geht bald auf. Sieht man schon, ne? Gelb. Cool. Der Carlos ist da, die Kinder haben gerade das Auto gesehen. Wir gehen aber erstmal jetzt rein und gehen von der anderen Seite raus. Dann komm, Tür ist auf! Hier so schaut das Stern aus. Das müssen wir auch noch ein bisschen so lassen. Komm, wir gehen rein. Also der Carlos, der ist mir ein. Wir waren ja extra draußen, um die Tonnen reinzubringen, damit der Carlos das gleich nicht machen braucht. Und jetzt sehe ich nur, wie der uns da entgegenkommt und räumt die Tonnen von der Nachbarin weg. Und die freuen sich. Ja, ich stand ja bei uns, deswegen habe ich das nicht gecheckt. Ja, aber wie oft die das so machen. Ja, schon, hä? Die eine Tonne haben die reingebracht. Ja, dann hast du es gesehen und dann bringst du es trotzdem weg. Ja, dann habe ich die da hingebracht, wenn ich schon mal in der Hand hatte. Die ist ja direkt da. Machen wir nie wieder. Wir sitzen im Auto. Sagst mir alles nach. Du mir alles nach? Die Melina plappert mir alles nach. Ja, wenn du Spaß dran hast. Ja, Schatz. Ja, Schatz. Da kommen dann Blumen. Komm, lass die bitte da drinnen. Komm, wir gehen rein. Wir folgen dem Carlos. Ja, stimmt. Brauchen wir nicht, Schatz. So was haben wir. Was wollten wir?
Ach, ein Sparschwein, richtig. Wo könnte sowas sein? Ja, da hinten, ja. Komm, bitte Hand geben. Was ist das? Die sehen ja hübsch aus. Gerade hier nach Kerzen. Schau mal. 6 Stück. Sparschwein, könnten die denn sowas haben? Wir schauen mal hier. Ich denke aber nicht, dass die irgendwie sowas haben. Kinder, kommt ihr? Also ich sehe kein Sparschwein. Ganz viel Knete. Boah, richtig viel. Oh, der Carlos hat welche gefunden. Und was ist mit denen da oben? Shopping Queen. Okay. Was? So einer? So einer? Ist da wirklich? Ah, doch. Ja. Da muss man den irgendwie zumachen. Was ist das? Ja, auch, aber weiß. Ich finde den, ach nee, guck mal, den finde ich ja klasse. Ja, lass das mal bitte. Den finde ich cool. Aber da ist auch so ein Loch unten. Ja, dann klebt man den zu. Nee, lieber den oberen. Der hat doch auch ein Loch. Ja, aber da ist ja so ein Pinöckel zumindest drin. Ein Pinöckel? Und der hat wahrscheinlich auch einer. Was ist sowieso der letzte, ne? Da unten ist nur ein, ja, so ein Tiger. Wie sieht's bei dem aus? Der hat auch nichts. Das sind auch alle welche. Siehst du nicht da oben? Die haben alle nur so ein Tiger. Wir hätten nämlich gerne eins, was unten zu ist. Ja, aber da bitte nicht. Ja. Also so ein. Ja, noch. Also wir haben uns jetzt hier für den entschieden. Ja, knappe 4 Euro oder was, ne? 3,98. Richtig günstig. Also deswegen sind wir hier. Das sind die Chips und zwar die von Lay's. Einmal KFC und einmal Subway. 10.04. alle bis zum 10. April. Wir werden jetzt einige mitnehmen. So, eine kleine Eskalation. Wollt ihr nicht Kindercola haben? Die ist hier, oder? Oh, ich sehe aber, hier ist aber keine Cola dabei. Das ist keine Cola, das ist einmal Ananas-Apfel und Apfel. Was ist das? Was ist das? Feuerzahn-Weg. Das ist Stangeneis, der war aber nicht so toll. Und außerdem ist jetzt auch nicht die Zeit für... Das! 69? Ist das die Originalen? Ach so, ist jetzt nicht so meins. Nee. Das heißt, die Originalen, ich meine ja die. Nee. Ohne nichts. Das. Du möchtest das? Okay. Das. Und du? Das. Auch. Gut, nehmen wir mit. Wir sind wieder zu Hause. Achso, die Kinder hatten sich für das Blaue hier entschieden, statt dieses Grüne. Das ist jetzt Waldbeere. Und für die Louis habe ich hier so ein Schaukeldino geholt, das ist der Alo. Mama! Ist aber ein Popot. Den haben wir mal für den Jano eingekauft. Mama. Wir haben nämlich, davon gibt es so einen Film. Kaputt. Nee, das ist nicht kaputt. Zeig mal. Ja, nein, das ist ein Musik. Wie heißt das? Zeichen? Eine Note. Eine Note. Oh mein Schatz, du hast es dem Luisa weggenommen. So, kommst du nicht rein? Hier ist der Alo. Richtig süß. Willst du dich da draufsetzen? Ja? Erstmal Jacke aus und darfst du dich da draufsetzen. Sie zittert. Dui. Läuft ein bisschen rum. Kinder spielen im Kinderzimmer zusammen. Wir machen Essen. Bei uns gibt es Chili con Carne. Die Bohnen. Ach, hast du die schon genommen? Gott sei Dank, die sind da unten. Chili con Carne mit Reis. Hier unten? Luise, ey!
bin gespannt, wie die hier schmecken. Die gab es ja schon mal so runtergesetzt, ne? Günstiger. Ja. Bei Kaufland war das, oder? Wo wir die das erste Mal... Lay's ist ja allgemein mein Lieblingschips. Und die hier hatten wir aber noch gar nicht bisher. Teriyaki-Geschmack. Das ist immer der Zap, den Carlos immer kauft. Ich nehme mal sehr gerne mit Thunfisch. Mal gucken. Snacken wir heute Abend, ne? Ja, die sind ja so ein bisschen... Was sagst du? Subway direkt. Ja, oder? Oder wolltest du einen anderen? Ist egal. Die sind halt so hier, sieht man das auf dem Bild, gerüffelt. Ist eigentlich nicht so meins, aber vom Geschmack her ist es... Spielt ja da gar keine Rolle, ne? Bin echt gespannt, wie die schmecken. Ja, die anderen, die haben wir tatsächlich schon mal probiert, diese von Kentucky. Die sind richtig lecker. Und da haben wir gleich 5 mitgenommen. Halt einen Monat, ne? Mhm. Finde ich richtig gut. Ich dachte erst, die halten nur 2-3 Tage. Wie ich dann gesehen habe, ach so, April. Ja, dann dürfen 5 Stück mit. Dann haben wir ja ein Schweinchen mitgenommen. Den habt ihr ja gesehen. Das ist für die Mama. Für die Oma. Denn die Oma, die sammelt immer für die Enkelkinder. Sie hat insgesamt 6? 6. Ja. Und dann dürfen die Kinder das immer so kurz vor dem Sommerurlaub öffnen. Und das ist halt das Geld für den Urlaub. Nicht jedes Jahr. Die hat jetzt, glaube ich, 3 Jahre gesammelt oder was, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall eine coole Aktion. Die Kinder haben da mal richtig viel Spaß. Die hauen nämlich tatsächlich dieses Schweinchen kaputt. Und genau deswegen haben wir geschaut. Hey, mach Papa dich denn nicht weg? Deswegen haben wir die ganze Zeit geschaut wegen dem Loch und wir wollten eigentlich eins, was keine Öffnung hat, ne? Ja, aber irgendwie gab's nicht. Nee. Und online bestellen, da haben wir nur für 20 Euro was gesehen. Also wir waren jetzt auch kurz davor, den zu bestellen. Wir dachten nur, okay, jetzt gehen wir noch zu Thomas Phillips, gucken wir mal, da, ob wir was finden. Und wenn nicht, dann müssen wir bestellen, weil die Oma kommt ja jetzt demnächst. Und dann wollen wir ihr das ja schon gerne geben. Weil beim letzten Mal hat die Schwester von Carlos den Schweinchen besorgt. Und jetzt sind wir dran. Akku leer. Essen ist fertig. Finde ich lecker. Darunter ist Reis. Wer ist noch wach? Luisa. Sie macht uns einen Strich durch die Rechnung. Nee, sie kriegt gleich ihre Milch und dann schläft sie auch. Also ich hole hier schon mal. Ach nee, wir wollen doch Subway, ne? Gar nicht das andere von Kentucky. Oder willst du doch das von Kentucky? Mir ist egal. Dir ist egal? Nee, nehmen wir mal das Neue. Wir probieren das. Gerne schreibe ich euch dann gerne mal hier in dem Video, wie es uns geschmeckt hat. Spätestens dann beim Bearbeiten weiß ich es ja. Dann werde ich das jetzt gleich mit drüber nehmen. Dazu trinken wir Wasser. Louis kriegt die Milch, da wird sie auch schlafen. Ich mache mich aber jetzt noch eben schnell fertig. Das heißt, mich umziehen, Lippenstift weg. Und sonst mache ich aber nichts, nur Gesicht mit Wasser waschen. Also ich mache keine Creme oder Gesichtsmaske oder sonst was drauf. Und ich wollte aber jetzt hier das Video beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!